Unsere neue DVD, Tod im Hotelpool, jetzt im Paraink-Fanshop erhältlich. Wenn ihr Bock habt, kauft eine DVD und unterstützt unser Team. Vielen Dank. Raus aus der Dunkelheit mit Engeln ans Licht. Gib mir deine Hand, keine Angst, ich schenke dir mein Augenlicht. Von der Dunkelheit ins Licht, aus dem Bann der Dämonen. Wir reden mit den Häusern und den Geistern, die drin wohnen. Edel und mit Herz, Ritter, Neon, grüner Rüstung. So mutig und rein, unsere Fans bilden eine Festung. Vom Jenseits geliebt, von Hatern verachtet. Wir heben unsere Schwerter, weil das Jenseits drauf wartet. Spar dir deine Skepsis, diese Stimmen sind nicht eingespielt. Seh es sein, wir sind die Besten, das Team ist eingespielt. Du sagst, es kann doch jeder? Ha, ich sag von wegen. Denn eines musst du wissen, nein, sie reden nicht mit jedem. Die Helden, die sie hören können, wenn sie verzweifelt unsere Namen nennen. Wir können sie fühlen in der Dunkelheit. Brauchst du unsere Hilfe, nur ein Anruf und wir sind bereit. Wir strahlen neongrün, 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 krass. Wir strahlen neongrün, 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 was? Wir strahlen neongrün, 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 krass. Wir strahlen neongrün, 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 was? Wir sind die Helden, die sie hören können, wenn sie verzweifelt unsere Namen nennen. Wir können sie fühlen in der Dunkelheit. Brauchst du unsere Hilfe, nur ein Anruf und wir sind bereit. Hallo meine neongrünen Freunde und willkommen zu einer neuen Episode Paraink die Geisterjäger. Dieses Mal erreichte uns ein Notruf aus Landstuhl. Martina, unsere Klientin, erklärte uns, dass sie sich in ihrer Wohnung sehr unwohl fühlt. Es soll wohl auch in der Nacht in ihrem Schlafzimmer zu Übergriffen kommen. Stimmen, die sie hört, Angriffe. Dinge, die sich wie von Geisterhand bewegen, Porzellanfiguren, die durch die Luft fliegen. Wir dachten uns, da müssen wir helfen. Das ist ein Fall für Paraink. Das Interessanteste aus dieser Untersuchung könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Hey Leute, was geht ab? Und ja, willkommen zu einer neuen Episode Paraink die Geisterjäger. Stehen hier quasi direkt schon vor dem betroffenen Haus. Wir haben einen Notfall bekommen, also quasi, ja, hier scheint es böse abzugehen. Laut Aussage der Klientin. Und wir wollen quasi jetzt einfach mal gucken, was hier passiert. Die Isa ist am Start, Markus ist am Start, der Asi ist hinter der Cameo. Und ja, wir werden jetzt gleich mal reingehen und werden quasi ein Klientengespräch führen und werden dann einfach mal gucken, ob wir paranormale Aktivitäten nachweisen können oder eh nicht. Und ihr seid wie immer dabei bei der neuen Episode Paraink. Bleibt neben. Hi! Wunderschönen guten Abend! Guten Abend! Ich habe das aber spannend gemacht. Kerstin, ja. Hi! War heute ein bisschen halb ein Fischenpantag gewesen. Hi! Ja. Hi! Kerstin, hallo! Hallo! Hi! Kerstin! Ja. Hi, Assi! Hallo, Andi! Kerstin! Hier ist rein! Okay. Die Schweiz und mir spielt so unbedingt auch keine Rolle, weil die kommen dann oben. Die hat mich schon gebrochen und extrem aufgefallen. Kein Problem! Ich weiß auch nicht, wie sie jetzt im Moment gerade drauf ist. Weil die haben jetzt noch mit mehr Aktionen, die sie durchmachen, wo selbst die Katze wahrscheinlich verliert. Keine Ahnung, wie die da drauf reagieren. Bitte schön. So. Ja, jetzt machen wir die Kamera erstmal aus, weil es erstmal ein bisschen geschnackt, so privat, ne? Martina, ja. Du hast uns, beziehungsweise mir vor einer Woche, so, ja. Hast du mir geschrieben und hast mir quasi erklärt, was
hier in der Wohnung passiert und was quasi bei deinem Sohn unten drunter passiert. Das ist nicht erst seit kurzem. Das geht schon länger so. Ich weiß vieles darüber, unsere Zuschauer nicht. Deswegen erzähl mir doch einfach mal. Erzähl einfach mal drauf los. Wie hat das angefangen? Wie hast du das bemerkt? Ist es jetzt nur hier in der Wohnung gewesen? War das vorher schon? Es war eigentlich vorher schon. Ich habe schon immer irgendwie eine gewisse Droht gehabt zu so Sachen. Wie soll ich sagen? Ich war 17, da ist meine Oma gestorben. 10 Jahre später habe ich Kontakt aufgenommen zu einem Medium. Meine Oma habe ich damals angesehen. Die ist, wie sie gestorben ist, ist die zu mir gekommen. Ganz kurz, ich mache mal mein Handy aus, weil ansonsten. So, und weiter geht's. Du hat das irgendwie alles schon so angefangen, so ein bisschen so lauer, dass ich immer mal wieder irgendwie so das Gefühl hatte, ich war beobachtet, ich war befolgt, solche Sachen. Und seit ich jetzt in der Wohnung bin, das sind jetzt 10 Jahre, habe ich einfach immer das Gefühl, wenn ich oben in mein Bett gehe, dass ich nicht allein in meiner Schlafstube bin. Es ist einfach, ich kriege Angst, ich habe das Gefühl, ich war beobachtet, ich habe einfach das Gefühl, ich bin nicht allein. Hm. Und das geht jetzt einfach schon sehr lange und dann passieren halt auch mal so Sachen zwischendrin, wie das so Porzellanvogel plötzlich auch mal vorbeifliegt. Und es klopft plötzlich schon die Tür und es ist niemand da. Und ja, das sind halt, man läuft durch die Wohnung und hört plötzlich jemand, und du kannst das nicht inordnen, weißt nicht, woher das jetzt gerade gekommen ist. Und ja, wie gesagt, das Schlimmste ist einfach, ich fühle mich ständig beobachtet. Was ich interessant finde, ist, dein Sohn wohnt unten drunter und erlebt quasi auch sowas in der Art und hat sogar eine Gestalt gesehen in seiner Wohnung. Ist das richtig? Das Licht. Also Licht eher. Ein Licht, das war das bunte Licht, wo man am Anfang von dem Video sieht, wo ich euch geschickt habe. Gut, wie war jetzt die Woche zwischendrin von Sonntag, wo wir das erste Mal Kontakt hatten, nee, Samstag war es gewesen, bis heute? Ist irgendwas Besonderes passiert? Hat sich was verändert? Ja. In meiner Wohnung wird es immer enger, so habe ich das Gefühl. Ich habe immer weniger Platz irgendwie. Und die Angst halt ist jetzt auch immer da. Ich fühle mich auch immer da beobachtet. Und ja, wie gesagt, also seitdem ich euch das Video geschickt habe, geht es so richtig ab. So, ich kann nachts nicht schlafen, ich war wach. Und nein, mindestens 3-4 Stunden, wo ich kriege dann so panische Angst. Ich habe ständig das Gefühl, ich war irgendwo berührt, so zart. Und weil ich habe einfach ständig das Gefühl, wenn ich im Bett lag, dass jemand vor dem Bett steht und beobachtet mich. Und berührt mich auch ab und zu oder so. Und das macht mir einfach Angst. Okay. Ich weiß, was wir heute Abend hier vorhaben, aber was erhoffst du dir von unserem Sohn? Dass ich mal Ruhe kriege. Dass ich keine so Angstzustände nachts mir hören muss, dass ich abends mal in Ruhe hinschlafen kann. Dass ich nie das Gefühl habe, dass ständig jemand um mich herum schwirrt. Verständlich, ja. Also ich sag dir jetzt, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist heute Abend erstmal rauszufinden, um was es sich, hier handelt. Ja. Weil es ist halt schwierig, gegen irgendwas vorzugehen, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Wir werden gucken, ob wir heute Abend hier auch mit Isa ein bisschen was rausfinden, ob Isa irgendwas fühlt. Ist für Isa heute der erste Privatfall. Ja, also auch wieder was komplett Neues. Deswegen ist es ja auch unlogisch, ihr dann die Augen zu verbinden, weil logischerweise wusste sie heute, wo es hinging. Ja. Und wird auch für uns heute neu, mit Isa hier zu arbeiten, im Privatfall, und gucken ganz einfach mal, was dabei rumkommt. Und war eben schon mega krass, Leute. Ich sag hier immer bei einem Privatfall, ne, noch nichts erzählen und so, weil dann muss man wieder alles erzählen, wenn die Kamera läuft. Und Isa sitzt hier und sagt, ich hab die 5 und die 3 im Kopf und du hast wann Geburtstag? 3.5. So, war schon mal wieder absolut Hammer, ne? hab mir hier einen abgegrinst. Und ja, es wird bestimmt eine spannende Nacht. Wir werden jetzt gucken, was hier so bei rumkommt und hoffen natürlich, dass wir helfen können. Weil wir auch gerade hier, als wir angekommen sind, Martina aufgefunden haben, die ist mega nervös, brauchst du aber nicht. Ja, brauchst du wirklich schon, habe ich ja am Telefon schon gesagt, beziehungsweise als wir uns unterhalten haben. Wir werden unser Bestes machen. Ja. Wenn wir hier rausgehen, heißt es nicht, dass du uns nie mehr siehst, falls es schlimmer wird oder was passiert.
Ja? Mhm. Unsere Klienten haben immer das Recht, danach zu sagen, ey, ich fühle mich immer noch unwohl. Es wäre vielleicht gut, wenn ihr nochmal kommt. Also das würden wir dann auch nochmal machen. Also nicht, dass du jetzt denkst, wenn wir später einpacken, ja super, das sollte jetzt schon gewesen sein. Mhm. Wenn was ist, du kannst mich immer anrufen, du kannst mich anschreiben, wir sind trotzdem weiterhin für dich da. Okay. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns jetzt hier mal so langsam eingrufen, unsere Geräte auspacken und dann schauen wir mal, was hier passiert. Untersuchen wir heute nur hier oder auch bei deinem Sohn? Ich würde sagen, erst mal da, weil er ist ziemlich aufgeregt. Kein Problem. Gottes Willen. Er muss da 100% mit einverstanden sein, sonst bringt es nichts. Ja, ich meine, wenn er sich da nicht wohl beifühlt, dann ist es vielleicht erstmal besser, wenn wir hier gehen. Ja, ich habe gesagt, ich gucke jetzt erst mal, was da dabei rauskommt und dann kann er ja mal gucken, ja, ob er da vielleicht doch noch dazukommt oder so. Das. Jo, was bleibt jetzt am Ende noch zu sagen? Vielen Dank, dass du uns die Freigabe gibst, dass unsere ganzen Leute, unsere Fanbase zusehen kann, gerne, was hier passiert, weil es ja auch nicht so selbstverständlich ist. Ne? Mhm. Und finde ich cool von dir. Ja, wir legen jetzt los. Bis gleich. Cool. Schon vor Jahren meiner Mutter ihr Ring gekauft, weil ich kein Geld mehr habe. Ja, ich habe einen Ring gedauert. Ein Ring war das. Das war ihr Ehering, den habe ich verkauft, weil ich kein Geld mehr habe. Das tut mir jetzt doch leid. Das brauche ich nicht. Sie hat nicht gemacht. Mein Papa. Das ist die ganze Familie. Es sind halt lauter verschwommene Bilder. Damals war die Bildqualität nicht so gut, dass ich es mir warm habe. Hast du sie dir letztens angeschaut? Ja. Das weg im Bild. Ich habe die rausgeholt, habe mir so angeguckt und gedacht, ich rieche zum Uhr, wenn er kommt, ob man sie vielleicht schon gebrauchen kann, irgendwie vielleicht. Also er ist es nicht. Papa ist es nicht. Mein Sohn, noch kleiner war das. Oma. Mama. Mama. Okay, Moment. Zeig ich dir jetzt was. Gute Sonne. Jemand tut backen. Kekse. Ich rechne Kekse. Die Mama hat viel gebacken. Die hat alles Samstag gebacken. Alles Milchküche. Nicht genug. Ich bin schon nicht schon eine gute Mama, war mal lieb. Ich werde das jetzt vorlesen. Ja, ihr müsst dann gucken. Mhm. Nicht, wenn sie mir zusammenbricht. Ja? Mhm. Wenn ich dich sehe, deine Aura, sehe ich Friedhof. Für mich ist das ein Zeichen, dass viele in deiner Umgebung verstorben sind. Ja. Ja? Dann habe ich Marina, Maria oder Manfred mit M Buchstabe. Herzprobleme plus Lunge oder Lunge. Mit Rot, irgendwas mit roter Farbe, Rot. Bilder und Rot. Ich habe die Zahlen 63 oder 36, 54 und 70. Es können das Alter sein, in dem denen die von uns gegangen sind. Oder Geburtsjahr. Blumenrose, weiß. Mama. Die Ringe oder Ohrringe? Mama. Irgendwas mit Spinne, Helena. Name? 74 oder 72? Die Mama ist mit 74 gestorben. Hier, unter dem Ring habe ich das. Magenkrebs und die Bilder. Die Mama hat ein Vulvakarzinom. Krebs, also irgendwo Mama, im unteren Bereich. Ja, Mama ist am Krebs gestorben, im unteren Bereich. Ich wurde offen der Vulvakarzinom, die habe ich die letzten 3 Monate gepflegt. Weil ich habe Stäche, ich habe Schmerzen. Ja, ich habe furchtbare Schmerzen. Ja, normalerweise musste ich sagen, ein Krebs, ne? Ja. Irgendwo. Mama. Das ist das, was ich reinbekomme. Also weibliche Person. Das ist hier so Mutterrolle. Regina, R. Irgendwas mit R. Ren. Alles gut, Martina.
ich höre eine junge Frau, die sagt zu mir, am Leben hat sie zu dir immer wieder gesagt, das habe ich dir doch gesagt. Das habe ich dir doch gesagt, ich habe doch gewusst, das habe ich dir doch gesagt. Eine Art Freundin. Das kann meine Mama gewesen. Die Mama hat oft zu mir gesagt, schon das genau wisst. Hattest du mit deiner Mama auch so Freundin? Sehr eng. Ja, sehr eng. Sie drängt sich vor. Sehr eng. Meine Mama und ich waren. Aber du sollst wissen, sie ist nicht die, die dir so Angst macht. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass meine Mama mal so Angst machen will. Lisa, hast du irgendwelche Hinweise darauf, wer das sein könnte? Ob es männliche oder weibliche ist? Männliche. Männliche? Männliche, dominante, aber aggressive. Aber definitiv aggressiv, ja? Ja. Also nichts Dämonisches. Also jetzt kann ich dazu sagen. Ja? Ich muss mich dann hier abbrechen und in Verbindung setzen. Dominante Auftreten hat diese Person. Okay. Aber das ist nicht der Papa, weil ich sehe diese Linien nicht. Mhm. Also nee, ich kann das euch nicht erklären. Aber Papa war auch nicht so. Nein, weiß ich nicht. Komme ich jetzt nicht auf nichts. Du? Gibt das jemand aus deiner Vergangenheit, eine männliche Person, das kann sogar vor 10 oder 15 Jahren sein, von dem du nichts mehr gehört hast, aber damals hattet ihr Kontakt oder weil so Liebelei, jemand, der heimlich geliebt hat, jemand, der heimlich was wollte, um dich rum wollte. Der Mike? Der Alexander? Nee. Weil hier geht es, das ist Liebe, Hass. Hass, Liebe. Dominante, ja. Jemand kommt mit irgendwelchen Gefühlen nicht klar. So wird mir das vermittelt. Verstorben, die Person? Mhm. Mittlerweile ja. Verstorben. Und ich sehe das in mir. Hörst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich nicht? Dreh dich um, so schon fordernd. Ich habe vorher hier Namen aufgeschrieben, das ist auf jeden Fall jemand mit M. Entschuldigung, der Mike vielleicht. Der Mike? Der Mike. Der Mike. Der Mike. Der zurück, Mike. Ja. Der Mike. Der Mike, das ist der Mike. Ach Gott. Das heißt auf gut Deutsch, er lebt nicht mehr? Nee, der ist mit 32 Jahren ganz jung gestorben. Der Mike. Der Mike. Das ist der Mike. Gutes Verhältnis zu dem gehabt? Ja, ja, eigentlich schon. Aber der war viel jünger wie ich und wir sind nie wirklich zusammengekommen. Und nur Emo Katze, Liebe Leibe, so mit nur Emo heute. Wir sind ja aber das war aufgewachsen. Ja, Liebe Leibe kenne ich nicht in der deutschen Sprache. Ich habe das aus mir einfach so ausgesprochen, obwohl ich kenne diese Worte nicht. Der Mike war wie ein eigentlich geliebt wie mein Bruder. Mhm. Da hatte ich aber gleich mehr. Das könnte auch versteckte Liebe. Ach Gott, der Mike. Versteckte Liebe. Und vielleicht probiert er jetzt diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Verstehst du, die er damals nicht bekommen hat, aus irgendwelchen Gründen. Also wäre eine Möglichkeit. Wäre möglich, muss es nicht das sein. Das ist jetzt auch wirklich der Ernst, wo mir jetzt eben fällt, Mike mit M. Der Mike. Ja. Wie alt war der, als er verstorben ist? 32, wie alt ist das jetzt doch? Oder? Hast du den 32? Ich habe 36. Ja. Ja gut, plus minus. Mhm. Ja, manchmal ist es halt in den 30er, muss ich eigentlich lernen, weil ich will ganz genau, ne? Ja. Hast du irgendwie Temperaturschwankungen gehabt? Keine gehabt. Gar nichts? Nein. Okay. Jo, Isa, fertig oder hast du noch was?
eine sehr junge Zelle ist auch dabei, sehr unschuldig, sehr jung, fast wie ein Kind. Aber kann ich nicht, das ist im Hintergrund, vielleicht kommt das noch. Das ist meistens entweder verlorene Kind, verstorbene Kind. Kannst du damit was anfangen? Du musst nicht drüber reden, Martina, also das ist kein Zwang mehr. Also nur weil ich dich jetzt frage, musst du das. Ich sehe eine ältere Frau hält an Hand. Kommt ja noch jemand rein, ein Autounfall ist irgendwo in der Nähe gestorben. Junger Mann. Behalte diese Information. Sollten EVPs in diese Richtung kommen, wie Autounfall oder so Worte, dann bestätigt das. Mike hieß der, ne? In der 30er. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, wenn du jetzt soweit fertig bist. Ich du noch irgendwelche Fragen? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit der Hauptuntersuchung an. Wir wechseln jetzt auf Nachtsicht und wir sehen uns gleich. Okay. EVP-Sitzung Nummer 1, Privatfall, Landstuhl, ja, eine EVP-Session. Einen wunderschönen guten Abend an alle Seelen, Entitäten, die hier jetzt quasi bei uns sind. Also wir können uns das denken oder sagen wir mal so, wir wissen es, dass ihr hier seid. Und ich stelle mich einfach mal vor, mein Name ist Marc, ich habe den Assi noch mitgebracht, die Isa und den Markus. Hallo. Hallo. Und ich glaube, die beiden Frauen, die sonst noch hier sind, anwesend, brauchen sich glaube ich nicht vorstellen, weil die kennt ihr glaube ich gut, weil ihr seid ja öfter hier. Ich würde ganz einfach mal wissen, wer hält sich hier in der Wohnung auf, beziehungsweise wer macht sich bei Martina bemerkbar? Was mich sehr interessieren würde, wäre, was möchtest du von Martina? Warum machst du dich bemerkbar? Kann es sein, dass dein Name Mike ist? Macht es dir Spaß, Martina, so Angst zu machen? Schau mal, ich habe hier so ein Gerät in der Hand und es hat ein rotes Licht. Und das halte ich nicht einfach nur so in der Hand, sondern du kannst hier drauf sprechen und kannst uns quasi sagen, was du hier möchtest, weil das ist nicht dein Platz hier. Du gehörst hier nicht hin, definitiv nicht. Und wenn du nicht jetzt hier auf dieses Gerät reden möchtest, dann mach dich doch mal irgendwie jetzt gerade bemerkbar. Schmeiß mal was runter oder klopf mal gegen die Tür oder gegen die Wand, dass wir wissen, dass du da bist. Mach mal ein ganz lautes Geräusch. Irgendwas hat mich berührt hinter mir. Okay. Schulter oder was? Ja, ein T-Shirt gezogen. Ach was? Okay. Und ich habe das Klopfen in meinem Ohr gehört. Ja. Ich bin so hier nur im Ohr. Klopf, klopf. Wie viel kann ich sitzen dann? Komm, wo ist wieder so? Kann es vielleicht sein, dass du hier bist, weil Martina uns erzählt hat, dass sie öfter merkt, dass du hier bist und auch nicht gerade nett bist. Draußen reden Leute.
Martina, kann ich das Fenster gerade mal zumachen? Ja. Sehr gut. So, was passiert denn jetzt, wenn ich mich jetzt hier auf dieses Bett lege? Ja? Oh, Katze. So, stell dir mal vor, ich bleib jetzt einfach hier bei Martina und beschütze Martina. Gefällt dir das? Nein. Dürft draußen nicht reden. Würde das gefallen? Wir bleiben einfach alle hier und beschützen Martina. Und dann kannst du auch gar nichts machen. Weil wir haben keine Angst vor dir. Wir wollen einfach nur wissen, was du hier möchtest. Alles gut da draußen? Was soll ich dann machen? Nein. Was los? Gut. Ist was passiert? Schon Augenstreit. Ich weiß nicht warum. Schon wieder die Augen. Dann stelle ich mich mal in die Ecke, kannst du mal an mir rumzupfen. Also wenn du ein Mann bist, ja, dann weißt du schon, dass es unfair ist, Frauen Angst zu machen. Dann kannst du mal mit mir mal probieren. Also ich würde mich auch noch freuen, wenn du das machst. Oder bist du vielleicht im Bad? Komm, guck mal. Nach dem Gespräch mit Martina waren wir natürlich alle mega gespannt darauf, was wohl passieren würde. Erst nach der Untersuchung erzählte sie uns, dass wohl der Vormieter in der Wohnung verstorben sei und er muss auch dort mehrere Wochen gelegen haben. Ob diese Info wirklich sehr wichtig war, könnt ihr jetzt selber sehen. Denn die erste EVP ließ nicht lange auf sich warten und der Abend sollte noch mega spooky werden. Aber schaut selbst. Boah, das Bad ist, also ich war ja vorhin schon hier drin gewesen, das Bad ist, ich kann es nicht beschreiben. Also ich krieg definitiv hier direkt ein Bauchgefühl, dass mir Luft wegbleibt. So, hältst du dich vielleicht hier auf, kann das sein? Hund bellt draußen. So, da bist du vielleicht hier drin, weil du weißt, da stecken uns Feigen. Kannst ruhig mit uns reden. Wie gesagt, also wir wollen dir nichts Böses. Du bist derjenige, der sich anscheinend hier nicht benehmen kann. Wow, scheiße. Was war das? Das war die Katze. Für einen kleinen Schreck hat es gereicht. Also wie gesagt, wenn du hier bist und dir das jetzt alles ansiehst und dir denkst, oh, da können die mal reden und so, ich gehe so schnell nicht. Ich will mit dir reden. Wir wollen mit dir reden. Wir wollen wissen, was du hier zu suchen hast, was du von Martina willst. Und ich fordere dich nochmal auf, wenn du hier bist, mach mal ein lautes Geräusch. Schmeiß was um, hau irgendwo dagegen, dass wir wissen, dass du da bist. Wie eben allein hier drüben heute, hat sie voll den Panikanfall da drüben gekriegt. Mhm. So Angst, also wie der Max schon aufs Bett gesetzt hat, hat sie total Angst gekriegt.
Ja, ich hab's gemerkt, bin doch drüben. Mhm. Also Leute, wir werten hier gerade die VP-Sitzung aus und hatten was, was sehr spekulativ ist, was wir mit der Kameratonspur später ausschließen wollen, ob es sich hier wirklich um eine EVP handelt oder vielleicht doch eine Stimme von uns irgendwie und wir haben es einfach nicht gecheckt. Aber das ist definitiv eine EVP, eine Flüsterstimme hier drüben aus deinem Ankleidezimmer, kann man das so sagen? Das war das Zimmer von meinem Sohn, ja. Ja, ich habe die Frage gestellt, die ich hier auch schon gestellt hatte, von wegen, wenn du hier bist, mach dich mal bemerkbar. Und meiner Meinung nach hört mir ganz deutlich ein Hallo. Ich spiel's mal vor. Schön, dass du da bist. Nochmal. Irgendwo dagegen, dass wir wissen, dass du da bist. Also... Weiß nicht, ob ihr das jetzt zu Hause vorm Bildschirm genauso seht wie ich. Was meint ihr? Keine Stimme von uns? So. Und auch nochmal für unsere Kritiker, hier wird nichts geschoben. Hier sitzen zwei erwachsene Frauen, die das alles hier mit beobachten, was wir hier machen. Und das ist definitiv ein elektronisches Stimmenphänomen. Ja, krass. Ja. Klingt gut. Ich höre mir jetzt den Rest auch noch an, falls wir noch was gehört haben. Vorher hast du aber auch gelacht. Ja, wegen der Katze. Achso. Weil die Katze aus dem Regal gesprungen ist und ich mich so erschrocken habe. Achso, ja, die verstiegelt sich. Aber es sind hier nur noch ein paar Sekunden, ich finde nicht durch. So, wir haben für euch jetzt nochmal das Gerät hier rausgeholt. Und... Hierüber könnt ihr jetzt mit uns sprechen. Kannst du noch ein bisschen mehr kommen? Also, wir haben ja nämlich die Tonspur gut drauf. Okay. Also stell mich nochmal vor, mein Name ist Marc. Ich habe heute den Markus mitgebracht, die Isa und den Assi. Hallo. Hallo. Und ich würde gerne Kontakt zur Anderswelt aufnehmen, weil hier in Martinas Wohnung anscheinend irgendjemand zu Besuch kommt, der hier nicht hergehört oder der auch hier ist. Das wissen wir jetzt nicht, ob der immer hier ist oder ob der nicht zu Besuch kommt, aber auf jeden Fall macht der Martina Angst. Und meine Frage an euch wäre, wie ist der Name dieser Entität, die hier immer bei Martina herkommt? Also nochmal, wie ist der Name der Entität? Warum bist du so gemein zu ihr? Ich verstehe das nicht. Das war eine Kinderstimme. Okay. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, was ist das? Ich hab da jemand. Ich bin wieder Gänsehaut. Das hab ich auch gerade Gänsehaut. Gut, das ist kälter. Ja, ich bin ja da. Also die Kinderstimme, wir haben dich nicht. Ich bin wieder Augenwäsche. Komm, ich bin wieder Augenwäsche.
wieder ganz frisch vor Augen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Passiert nichts. Aber es ist kälter hier drin geworden. Kurz. Guck mal, mein Arm, guck mal. Meine auch. Guck mal. Lösch noch mal am Arm, guck mal. Das Kind ist nicht böse. Guck mal. Das ist nichts Böses. Ja. Schau auch. Ich hab total Gänsehaut, alle. Mach mal Licht. Ich hab's verstanden, dass Kinder gesagt, er hat sie erschrocken. Mhm, hab ich auch gehört. Guck mal hin. Ich hab auch Gänsehaut extrem. Ist alles gut. Also auch für unsere Zuschauer nochmal, die immer an der Spiritbox zweifeln. Eine Kinderstimme kommt definitiv nicht aus dem Radio um die Uhrzeit. Okay Leute, also mal ganz im Ernst. Eine Kinderstimme nachts um 00:30 aus einem Radio. Höchst unwahrscheinlich. Aber jetzt kam der Burner. Und wir mussten wirklich alle nachdenken, ob das wirklich gerade passiert. Aber es passierte. Und es war real. Film ab. Also Schlafzimmer sind 2 Grad kälter. Haben die Seifenblasen noch gestanden? Alter, guck mal hier. Da stehen Seifenblasen auf dem Boden. Seifenblasen auf dem Boden und der Schlüssel liegt da. Darf ich gucken? Ey, jetzt hör auf. Ey, guck doch. Da hat doch vorher nichts gestanden. Die war oben drauf. Die stehen mitten im Flur, die Seifenblasen. Was? Ja. Komm mal her. Und Schlüssel auf dem... Ach, Schlüssel hast du was? Ah, nee, jetzt das war ich vorhin. Ja, aber die Seifenblasen. Aber die Kinderstimme und ja. Hier gleich. Ja. Oh, eben hat mich jemand hier so. Ja, das hab ich auch schon die ganze Zeit. Entweder hier oder hier. Guck mal. Hast du mich, Asi? Ich hab dich. Also Leute, heiße Phase beginnt definitiv jetzt gerade, weil das ist der Knaller. Die haben hier vorhin nicht gestanden und ich erzähle euch keinen Scheiß. Martina? Ich habe die wieder auf die Truhe gestellt, die waren auf der Truhe. Gut. Schade, dass wir jetzt die Ghost Cam da drüben stehen haben und nicht hier drinnen. Ja. Aber wie gesagt, Leute, Kinderstimme aus der Spirit Box. Eine sehr junge Zelle ist auch dabei, sehr unschuldig, sehr jung, fast wie ein Kind. Plus die Seifenblasen mitten auf dem Boden. Hier drüben ist die Temperatur auch nochmal gesunken. Wie viel? Also im Schlafzimmer ist von 26 Grad, wie wir kamen, ja. Runter auf 24. Okay. Und hier drinnen waren vorhin schon 24, jetzt sind wir bei, ja, es schwankt. Also, ich muss das erstmal abklären, ganz kurz. Martina, du bist dir sicher, dass die Seifenblasen vorhin nicht dort auf dem Boden... Die waren das nicht mit im Weg, ne? Die waren doch vorhin auch, ich bin doch da reingelaufen, hat gar nichts gestanden. Ja. Ich hab gar nichts gestanden. Das ist kein Zufall. Weil du das auf den Boden gestellt hast. Magst du damit vielleicht spielen? Ja. Du bist paranoid. Du musst unterscheiden können, was weiß und was nicht. Und aus der Angst. Magst du mal da reinpusten? Gar nicht da sind. Wenn du da reinpust, dann kommen Blasen raus. Wir machen später mal welche, das ist eine gute Idee. Mal gucken, wie die sich von der Flugbahn verhalten. Ob die normal nach unten sinken oder ob... Weil wenn du schon eine Kraft hast und dieses Seifenblasenspielzeug auf den Boden stellst, dann musst du auch die Kraft haben, um da reinzupusten, oder? Weil so viel Kraft kann man gar nicht entwickeln eigentlich. Da ist nichts drauf, ne? Doch. Also stell sie auf jeden Fall, also ich stell mal die Seifenblasen genau wieder dahin, wo sie waren und stell mal die Ghost Cam so, dass die hier reinfilmt. Nee, dass sie hier lang filmt. Und den Schlüssel hast du auch auf den Boden gelegt. Leg den mal auf die Kiste bitte. Super. Guck mal, und den Tiger, den stelle ich dir auch hier hin. Wenn du damit spielen möchtest, kannst du ihn ja auf den Boden legen. Weil jetzt ist ja die Uhrzeit zum Schlafen gehen. So. Oh, hätte ich meine genommen. Schlüssel war auf der Kiste. Ja. Und die Seifenblasen am Buchstaben? Die waren auch auf der Kiste.
Also Schlüssel, glaube ich. Die Schlüssel. Die Schlüssel lagen neben der Seiten auf dem Boden, neben dem Korb und die Seifenblasen standen auch dann hinten dran. Aber die Schlüssel hätten wir gehört. Klar, aber die Seifenblasen doch auch. Ja. Und wie kann man Seifenblasen so hinstellen, dass die Dinge, die hätten dann liegen müssen oder sowas? Ja, genau. Ja, die haben gestanden. Ich betrete dieses Zimmer und mir kommt direkt Tränen in die Augen. Direkt. Ich glaube, langsam geht's auch los. Guck mal, jetzt gehe ich hier wieder rein, ich krieg wieder tolle Gänsehaut. Hey, ich habe ohne Mist, ich habe hier in diesem Raum voll dieses Bedürfnis zu weinen. Ich weiß nicht warum. Ich krieg auch total Gänsehaut. Glaub mir, das ist erst der Anfang. Wir werden hier noch was ganz Krasses erleben. Was willst du mir sagen oder was willst du uns damit sagen? Warum gibst du mir wieder dieses Gefühl, dieses Trauergefühl? Sag mir, was willst du mir damit sagen mit diesen Tränen in den Augen? Wieso soll ich schon wieder traurig sein? Will mir irgendjemand was sagen? Ich muss hier raus. Hier. Hat jemand gerade von euch Evelyn gesagt? Nein. Evelyn. Männliche Stimme. Ich heiße Evelyn. Der zweite Name. So, wir sind wieder da. Wir möchten gerne mit euch weiterreden. Wir haben gerade eben das kleine Mädchen gehört. Wer bist du denn? Andi. Jenny? Andi? Andi. Andi. Und davor war Jenny. Ja. Jenny. Gut. Sag mal, wolltest du mit den Seifenblasen spielen? Dann sag mal ja. Irgendjemanden, deiner Mama oder deine Oma oder dein Opa oder dein Papa? Kamera wird im Start. Ist hier nur ein Kind oder sind hier mehrere? In dem Moment, ich kann gerade nicht stehen, ich kann gerade drin gehen. Wo er meinen Namen gesagt hat, hat mich irgendwann und boah, schon wieder, ich krieg keine Luft. Alles gut, Asi. Was ist mit Asi? Lass mal schön mit Asi zufrieden, ja? Machst dir niemandem was. In dem Moment, wo er meinen Namen gesagt hat, hat mich irgendwas an meinem T-Shirt gezogen. Okay. Und ich hab im Osten irgendjemand auf den Hals gekriegt. Ich kann eben nicht reden. Aha. Und eine Frage bleibt immer noch offen. Wer macht Martina Angst? Wer ist das? Wow. Wow. Muss ich mir nochmal anhören, aber definitiv bin ich nicht. Kannst du das nochmal wiederholen? Wer macht Martina Angst? Da hinter mir ist irgendwas, ich hör's euch. Das Kind oder ich bin's? Gelitten. Unter was hast du gelitten? Ich
Wer war das? Wer hat Karl-Uhr gemacht? Sie. Ja, okay, alles klar. Bin hier. Bist du, wo mir aus dem T-Shirt rumzieht? Schlimm. Und hast du mir eben den Hals zugedrückt, dass keine Luft gekriegt hat? Wieso machst du sowas? Wenn du hier bist, in welchem Zimmer bist du gerade? Bist du hier bei uns? Was willst du von Martina? Wurde angefasst. Ja, ja, ja. Ja, das ist schon die ganze Zeit. Das ist voll darunter. Bei der Auswertung ist mir folgende Szene direkt ins Auge gesprungen. Passt doch einfach mal auf und beobachtet mal ganz genau, was passiert. Als ich die Frage stelle, ob es sich vielleicht hier um einen Dämon oder einen nichtmenschlichen Geist handelt. Nicht vergessen, Martina meinte, dass sie an den Haaren gezogen wurde, ihr auf den Brustkorb gedrückt wurde und sie das Gefühl hatte, gewürgt zu werden. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ist hier vielleicht ein Dämon? Ein nichtmenschlichen Geist? Ein nichtmenschlichen Geist? Ein nichtmenschlichen Geist. Eben war eine Gesichtserkennung zwischen den zwei Mädels. Okay. Sie sind beide gelb angezeigt worden und zwischen denen ist ein großer Weißer gewesen. Bist du jetzt gerade hier bei uns, mit uns hier im Zimmer? Ich werde mal kurz. Okay. Genau, zwischen dir und ja, Martina ist das. Genau, auf der Seite. Vorher, als hätte jemand meine Hand so nach hinten gebracht. Ein Tick. Willst du den Frauen einen Tick geben? Also es hat nur das A gefehlt. Die Stimme hat immer gesagt, Martin. Und das Ende hat es auch gefehlt. Mach mal nicht da mehr. Was passiert? Mach mal nicht. Was passiert? Was ist passiert? Was bitte? Was passiert? Nix. Die macht auch Strom, als sie hier. Die. Ja. Viele Berührungen ja. Daran. Okay. Ich sehe das ja alles über den Kern. Und sie auch. Das sind beide. Beide. Und gelbes Gesicht und Kosten? Gelbe Kosten und der Teddybär hinten riesengroß weiß. Riesengroß. Macht er normalerweise nicht. Ja komm, lass uns noch ein bisschen weitermachen, weil ich glaube, der kommt ein bisschen raus. Okay? Wenn du genug hast, sagst du. Wenn was ist, sag direkt Bescheid. Ja, alles gut. Ja, hier sind ganz viele Leute, wir interessieren uns alle dafür, was du hier von Martina möchtest. Weil wir finden das alle, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, extrem scheiße, was du machst. Und wir möchten, dass du gehst. Aber bevor du gehst, würden wir gerne erfahren, was du hier von Martina möchtest. Martina möchte gar nicht, dass du hier bist. Kinderstunde. Ich laufe. Ganz deutlich. Ja, wo läufst du denn? Läufst du im Flug? Läufst du im Flur? Ja,
denn für Gefühle? Kinderschlaf, ganz deutlich. Gänsehaut des Todes. Ich bin bei dir, hat sie gesagt. Ja. Hey Kleiner, magst du noch ein bisschen reden mit uns? Das machst du toll. Das kannst du gut. Wir hören dir alle zu. Wie ist denn dein Name? Also mein Name ist Martin. Wie ist dein Name? Brauchst du Hilfe? Können wir dir irgendwie helfen? Hier wohnt in der Gegend, Kleiner. Wo hast du denn gewohnt? Nicht nur, weil ich weiß, dass die Seiten da in der Baustelle standen, ne? Ich hab so ein komisches Gefühl. Immer diese Seite hier. Die ganze Zeit. Weil ich was von drüben kommt, es hat kein Fell auf drüber. So als würde jemand von drüben pusten. Ja. Kannst du hier im Bad. Ich muss hier raus. Kann ich sehen, dass es klug ist. Ja. Die guckt aber auch so komisch an die Bilder. Ja. Wie ist was? Ja. Nee, sie muss auch gut sein. Papa, lass sie raus. Aber beobachte mal, ob sie auf die Toilette geht. Weil ja, guck mal, ob sich draußen was verändert hat. Nein. Ich mach den Halt raus. Auf, oder? Ah. Mama. Also ihr dürft alle reden. Könnt ihr uns sagen, warum ihr hier seid, was ihr hier wollt, was ihr von Martina wollt? Also ich glaube, dass die Schattengestalt im Schlafzimmer kein Kind ist. Wer ist es? Das Problem ist, dass Dämonen sich gerne in der Unschuld zeigen. Als kleine Kinder und so weiter. Also ich sag das jetzt ganz einfach mal. Wenn diese männliche Entität hier ist, diese Entität, die quasi Martina so Angst macht, und du jetzt gerade nicht sprichst, kann ich dir sagen, was du bist. Bist du einfach nur ein Feigling.
Deswegen sprich jetzt oder nie mehr. Und dann geh auch bitte. Martina, melde dich ja nicht. Und an alle Entitäten, die es gut mit Martina meinen, beschützt Martina hier. Weil irgendjemand will ja anscheinend was Böses. Es ist wie, als ob jemand Splitter rausgezogen hat. Keine Verbindung mehr. Warum auch immer. Zum letzten Mal die Frage. Weil er spielt es nicht mehr. Zum letzten Mal die Frage. Warum sagst du sowas? Entweder ich bin oder ich bin. Also nochmal. Warum seid ihr hier bei Martina? Was wollt ihr? Dann schalte ich das Gerät jetzt aus, ja? Und dann so gebeugt, schwarze Schatten hinten raus. Trinkst du später mit dem Spiegel? Dass du dann ein mit dem Spiegel trinkst. Zeig mal. Und meistens auch, wo oft die Katze dann verwirrt so rum und gucken dich an und und machen ganz komisch, ja, also, wie gesagt, das ist halt die letzte Nacht, war halt schon krass. Da hat die Endkatze vor mir gelegt, die andere da, ich in der Mitte, und die hat sie erst gefaucht, dann hat die gefaucht, und dann habe ich das gemerkt, so in der Regel. Und dann habe ich geschrien, und mein Nachbar ist da aus gerade vorbeigelaufen mit seinem Hund, der Hund direkt aufgebellt, weil er mich gehört hat kreischen, der kennt mich. Und mein Nachbar hat mal direkt gekommen und hat gefragt, was los war. Er hat mich gehört so kreischen und er hat dann auch noch weiter gehört, aber da wäre plötzlich alles still gewesen. Ja. Könnt ihr mal das Licht gerade ausmachen? Okay. Ich würde das echt gerne mal machen, da war noch keine 60.
Ja, du jetzt wohl das sagst, ne? Mach am besten deine mobilen Daten noch aus, dass da keine Nachrichten zwischendurch reinkommen. 56. So, dann brauchen wir die Assi-Cam für vor der Tür. Die hat er schon. Hat er schon an. Gut, dann würde ich sagen, geht ihr raus, du rufst mich an, Markus. Mhm. Guck, dass ihr Schlüssel habt, dass wir gleich wieder reinkommen. Das wäre Vorteil. Das wäre natürlich gut, ne? Dann brauche ich den Voisi noch. Voisi. Ja, das war doch schon. Sauerstoff drin. Die wollen doch ruhig schnell mal einfach mit haben. Hast du Schlüssel? Mhm. So Leute, jetzt packen wir unser Baby aus, unser Telefonexperiment. Bin gespannt, was bei rumkommt. Ich wäre echt froh, wenn was kommt, weil der Fall dann sich doch schwieriger gestaltet, als wir gedacht haben. Es ist schwankt. Wir wissen nicht genau, worum es sich hier handelt und es läuft so ein bisschen die Zeit weg. Und ich hoffe jetzt halt, dass durch das Telefonexperiment wir ein bisschen Gewissheit bekommen. Markus wird mich jetzt gleich anrufen. Wir verlassen die Wohnung und stellen quasi die Fragen in die leere Wohnung. So, sag mal was. Ja, hörst du mich? Ich kann dich hören, ja, Moment. Ich werde einen kurzen Test machen mit dem Voisi. Das kann auch kurz dauern. Okay. Also ich muss wissen, ob es hier Störgeräusche gibt oder nicht. Ja, dauert. Weil wenn ich es jetzt nicht richtig mache, dann ist die Aufnahme für den Arsch, dann lieber noch eine Minute gewartet. Ja, das... Okay. So, Telefonexperiment Teil 2. Ganz einfach mal, ist irgendjemand jetzt noch in der Wohnung? Jetzt kannst du mir mal erklären, was du von Martina möchtest. Warum bist du so gemein und tust dir weh? Weißt du, warum wir gekommen sind? Wir wollen dich wegschicken. Falls du da was dagegen hast und nicht gehen möchtest, dann kannst du jetzt was sagen, wenn du mich hörst.
Also wenn, dann kommt nicht C raus. Cool. Das ist immer so. Hier hörst du jetzt nichts, auf der Aufnahme gleich kommt es dann drauf ab. Das zaubern sie dann nicht. Jetzt bist du allein in der Wohnung, jetzt kannst du auch sprechen. Was willst du von Martina? Frag du ihn das selber mal. Was willst du von mir? Er reagiert auf ihre Stimme. Warum machst du mal Angst? Warum löscht mich nicht in Ruhe? Warum machst du mir so viel Angst und lass mich noch so nachts und löscht mich nicht mehr schlafen? Das ist nicht schön. Hab ich da irgendwas gemacht, dass du mir jetzt so weh tust und mich mir so Angst machst? Weißt du, was wir jetzt machen? Packen jetzt Martina ein und nehmen die mit und die kommt nie mehr in die Wohnung zurück. Gefällt dir das besser? Du bist ein Feigling, sonst nix. Willst du, dass ich gehe? Soll ich die Wohnung verlassen? Du machst mir große Angst. Das ist nicht schön. Gefällt dir das, dass du Martina so viel Angst machst? Findest du das schön? Der wohnt hier, oder? Ja, ja, gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Der ist nämlich ein bisschen schräg. Hast du schon aufgelöst? Wo hast du da angefasst? Sag dir, hier die Ecke, da ist irgendwas. Nicht angefasst. Pustet? Das kommt auch auf der. Und wenn da gepusht oder so. Leicht. Dieses nochmal. Habe ich erst gedacht, es wäre was, aber es war sie. Aber wir machen es nochmal. Wir machen es aber jetzt anders.
Ja, so war es. Auf der Aufnahme war rein gar nichts zu hören, aber jeder, der mich kennt, weiß, das hatte meinen Ehrgeiz geweckt. Und ich dachte mir, es funktioniert. Man muss es nur ein bisschen anders machen. Auf meine Art. Natürlich stand das Wohlergehen von Martina an allererster Stelle, aber wir mussten eine Grenze überschreiten, um die Wahrheit zu finden. Und jetzt wurde es heavy. Martina, tu mir mal einen Gefallen. Wir sind alle hier, es passiert nichts. Und was ist, ruf uns einfach. Würdest du dich in dein Bett legen, jetzt gerade mal kurz, für 2 Minuten? Alleine. Ja, ich weiß, 2 Minuten. Wir sind alle hier. Soll ich die Kamera reinstellen? Aber schluss die Idee auf. Die musst du. Stell die Kamera. Überlegst du, du musst es nicht machen. Sag einfach nein und wir lassen das. Soll ich mit ihr gehen? Das ist ja, muss ja alleine sein. Die Idee hatte ich auch schon, dass Assi mit reingeht mit der Kamera oder so, aber sie sollte schon alleine sein. Hier passiert nichts. Versprochen. Ja, ich finde, dass die reingeht, Assi. Und lass mir die Kamera so da, dass er alles zeigt. Ach, bin ich jetzt verschrock. So. Jetzt hast du quasi das, was du doch nur willst. Jetzt hast du Martina ganz allein im Schlafzimmer in ihrem Bett. Kannst du vielleicht jetzt besser erklären, was du von ihr willst? Oder traust du dich jetzt nicht, weil wir alle hier sind? Martina will dich hier nicht. Deswegen, entweder sprichst du jetzt und sagst uns, wer du bist und was du möchtest, oder geh bitte einfach. Kam was aus dem Handy? Eben, Bruder, gefunden, dass er halt nicht rauskommt. Irgendwas. Kein Schmerz an. Hier. Oh Gott, Alter, ganz deutlich. Ach gut, das war ich nicht. Was war?
Und das, oh Gott, das ist so deutlich. Mhm. Aber das dann? Knacken und so davor, das ist, weil die Martina schon im Bett bewegt hat. Nein. Doch, ich schon auf der, ja, das siehst du auf der Kern. Das siehst du auf der Kern. Oh Gott. Ja. Telefonexpert. Aber das, oh Gott, ist da, nicht drauf. Nö, es müsste aber eigentlich drauf sein. Aber, das war definitiv nicht Martina. Ich muss bei der Auswertung noch. Nee, das kommt auf dem Telefon, ich kenne diese Stimme. Ja, aber das schmeißt so Gott auf der Kern. Jetzt springt genau dann auf. Hast du das gehört? Das ich mach meine Hände auf den Schoß am besten. So, und jetzt denkst du ganz einfach mal an was ganz Schönes, vielleicht sogar so an den schönsten Tag, den du in deinem Leben gehabt hast, oder so das schönste Ereignis. Ich will, dass du Martina in Ruhe lässt in Zukunft, weil du hast hier überhaupt nichts verloren. Martina will dich hier nicht. Und Martinas Sohn, eigentlich die ganze Familie, hat überhaupt keine Lust auf dich. Du hast hier nichts zu suchen. Martina wird auch keine Angst mehr von dir haben. Also lohnt es sich gar nicht, hier zu bleiben. Auf der anderen Seite hat Martina jetzt neue Freunde und das sind wir. Und wir kommen jedes Mal, wenn du denkst, dass du zurückkommst. Im schlimmsten Fall kommen wir auch mit einem Priester. Also falls du sowas nicht magst, würde ich dir raten, einfach zu gehen. Wir machen gleich die Fenster auf und bereiten dir so den Weg. Einfach deinen Weg zu gehen, wo du hingehörst. Wenn du Licht sehen kannst, dann lauf einfach in das Licht rein, du brauchst keine Angst haben. Dort warten eigentlich alle, die dich mögen. Und die sich eher freuen auf dich. Martina will dich hier nicht. Ich will dich hier auch nicht. Kannst die Augen öffnen. Zieh mal ganz tief Luft. So. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Schlaff. Mhm. So als ob irgendwas abgefallen ist. Ja, so als steht sowas gerade von mal runterfallen irgendwie. Okay. Ich muss mich mal nicht.
So, du bist die gute Freundin. Die hat Martina quasi den Parahank-Einsatz zu verdanken, weil du dir gedacht hast, muss man auch dazu sagen, Parahank-Fan, ja, kennt alle Episoden und so, eingefleischt, neongrün. Du kamst auf die Idee, uns zu rufen, quasi. Hast zu Martina gesagt, ja, hier, ruf da einfach mal Parahank, dass die mal vorbeikommen. Du hast ja mitbekommen, wie Martina gelitten hat und so und wie lange das jetzt schon alles ging, war ja gerade eben das Thema von wegen, es ging nicht mehr, es war jetzt höchste Zeit, dass was passiert. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du uns mal live in Action gesehen, wie hat es dir gefallen? Ja, viele Worte habe ich nicht, ich bin total geflasht. Okay. War cool, sehr interessant. Mhm. Ja, ich kann nicht mehr sagen im Moment, ich muss sacken lassen. Okay. Für unsere Kritiker und für den Rest, hier ist nichts geschoben? Nee, nichts gestellt, absolut nichts. Super. Geld gibt's später dafür. Ich bringe immer den gleichen Witz, aber die Leute lachen immer an der gleichen Stelle. Von daher, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich auch auf jeden Fall. War echt lustig und man sieht sich, hört sich bestimmt nochmal irgendwie. I hope so. Irgendein Weg, ne? So. Isa. Hi. Wie hat's dir gefallen heute Abend? Dein erster Privatfall? Genau. Sag mal sehr was. Spannend. Sehr spannend. Und ich freue mich, dass ich diese Erfahrung machen dürfte. Mhm. Im Team, mit Team. Mhm. Ja, das war ein schöner Abend. Das war's. Ich kann's nicht. Du weißt doch, dass du heute echt gut aussiehst und bestimmt jetzt noch mehr männliche Fans bekommst. Ja? Also muss ich das auch ein bisschen schleimen muss ich da. Naja, aber es hast du schon deine eigene Fanbase habe ich schon gesehen. Den ganzen Kerl da. So, ja, Markus. Wir sind alle ein bisschen lustig, weil einfach das Gefühl jetzt ein gutes ist. Wir denken, dass wir gute Arbeit gemacht haben. Markus, wie war der Abend für dich? Es war auf jeden Fall mega spannend. Mit den Seifenblasen draußen. Finde ich sehr faszinierend, weil die standen da nicht. Kann einer sagen, was er will. Ja, ich hoffe, dass Martina jetzt Ruhe hat, dass es nicht mehr so schlimm ist und wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute. Assi, hallo. Ja, Assi ist hier schon in Feierabendstimmung. Na gut, wir packen ihn jetzt auch ein. Assi, wie hat es dir gefallen heute? Sehr gut. War cool, ne? Ja, war gut. War gut Action hier. Und wie der Marc schon gesagt hat, hoffen wir das Beste, dass hier alles raus ist jetzt. Hm. Kannst du es nochmal erzählen, vorhin, als du da gezogen wurdest und wolltest erzählen und es war, als ob jemand den Hals zugedrückt? Die Sache war so, in dem Moment, wo aus der Spiritbox mein Name rauskam, hat mich irgendwas am T-Shirt so gezogen, wie so ein kleines Kind, was einen erzählen will, mit dem Pulli zieht. So war das. Und als ich das erzählen wollte, was ist, hat mir irgendwas die Luft weggedrückt, so wie du erzählst jetzt gar nichts, ja, und ich habe keine Luft gekriegt und das war richtig komisch gewesen. Und dann auf einmal hat es mir wieder einen Pulli gezogen und ja, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas hinter mir steht. Ja, auch krass die Aussage, dein Name Assi, so deutlich. Das war wir hatten ja deinen Namen schon oft, weil ich bin ja der Meinung, so dass du die Entitäten schon böse abfuckst, allein durch dein Aussehen und so. Weiß, ja, du triggerst die Böse. Aber bringt dir immer wieder was, ne? Also von daher. Martina, ganz durchgezogen. Ja. Wie fandest du es? Sehr gut. Ja. Sehr spannend. Fühle mich jetzt auch, muss ich sagen, ganz, ganz gut. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall fühle ich mich sicher, weil ich weiß, ich habe jetzt euch hinter mir. Und ich habe jetzt halt auch wirklich definitiv gemerkt, dass ihr das richtig gut drauf habt. Ja, aber es war sehr spannend, sehr intensiv, muss ich sagen. War schon gut. Ja, also ich muss mal sagen, ihr Zuschauer habt das ja nicht mitbekommen. Also als wir ankamen, war Martina fertig. Ja, also schon mehr als beobachtet, fertig. Wie du hier nervös mit deinem Bein die ganze Zeit und hier und dort gezittert hast. Ganz, ganz fetten Applaus. Ich ziehe meinen Hut, den ich schon anhab, für den Mut, den du heute Abend hier aufgebracht hast. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es ehrlich sagen, das werden unsere Fans genauso sehen. War echt ein cooles Ding, ja, was du hier mit uns gerockt hast. Große und Überwindung, aber hat geklappt. Ja, ja, für die Kamera nochmal, hast du uns Geld bezahlt für die Untersuchung? Nein. So, na, immer noch für die bösen Leute da draußen, die sagen, wir sind Abzocker und so. Wir sind auf Eigenkosten hergekommen und fahren auf Eigenkosten wieder nach Hause. Ja, das geht alles aus dieser Kasse raus, ja, mit unserem Merch, was wir Geld verdienen, ne? Weil immer die Fragen kommen, für was muss man dann damit Geld verdienen? Genau für sowas, um Gutes zu tun, um Leute wie zum Beispiel jetzt Martina zu besuchen
suchen zu können, ja, und auch das finanziell aufwenden zu können, um anderen Leuten ganz einfach zu helfen. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Martina, du weißt, wenn irgendwas ist, du kannst mich anrufen, du kannst mich anschreiben, wir sind immer für dich da, du wirst von uns weiter betreut und ich wünsche mir wirklich nach dem, was du alles erzählt hast, dass du jetzt wirklich hier Ruhe hast und hier abends ruhig schlafen kannst und ansonsten hast du auch was Tolles von Isa, glaube ich, bekommen, das habe ich jetzt gerade nur so im Augenblick mitbekommen. Schick. Ja, wir werden uns jetzt wieder auf die Heimreise machen, die heute ein bisschen länger ist. Wir fahren jetzt erst noch Isa nach Hause, dann dann fahren wir nach Hause und die Nacht wird wieder kurz, aber wir haben was Gutes getan, ich fühle mich gut dabei und ja, Abmoderation à la Packer-Eng-Style gleich draußen im Auto. Bleibt dran, es gibt noch ein bisschen Gesabbel, wir sehen uns gleich. Ciao, ciao. Mein Fazit kurz und knapp zu dieser Episode. Es war ein sehr schwieriger Privatfall für uns. Und wir können von vorneweg sagen, wir mussten unsere erste Schlappe einstecken. Wir konnten nicht wirklich helfen. Martina meldet, dass sie sich immer noch schlecht fühlt. Aber das zeigt, wir kochen halt auch nur mit Wasser und wir sind keine Zauberkünstler. Und diese Schlappe müssen wir jetzt wegstecken. Zu den Begebenheiten bleibt zu sagen, ich finde es mega interessant, dass Isa ganz zu Anfang meinte, sie spürte einen Kindergeist. Also ein Kind. Dann die Kinderstimmen aus der Spirit Box. Die Seifenblasen, die plötzlich mitten im Flur standen. Viele Rätsel, auf die wir leider bis zum Ende keine Antwort gefunden haben. Aber mega interessant war es allemal. Und wir haben wieder einiges dazugelernt. Wir möchten uns recht herzlich bei Martina bedanken für ihre Gastfreundschaft. Und dafür, dass wir das Material unseren Fans zeigen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Also Martina, vielen Dank dafür. Auch aufgefallen ist euch bestimmt, dass diese Episode heute nicht so lange ging wie sonst. Aber es ist halt manchmal so. Wenn man nicht viel zu zeigen hat, dann kann man halt auch nur das zeigen, was man hat. Und mehr war es halt nicht. Trotzdem nicht weniger spannend. Also ich finde diesen Fall immer noch mega interessant. Und wir werden dranbleiben. Ich hoffe, dass auch ihr dranbleibt, wenn es wieder heißt, immer wenn es Nacht wird. Mein Name ist Marc von Parainc und ich bin mir sicher, dass Kinderstimmen nach 1 Uhr nicht mehr aus einem Radio kommen. In diesem Sinne, gute Nacht. So Leute, wir müssen ein bisschen leise reden, weil es ist schon spät. Ja. Und wir wollen jetzt hier niemanden wecken. Es geht schon so in die frühen Morgenstunden, wir sind jetzt hier fertig. Ihr habt gerade gesehen, was wir eben noch besprochen haben, war ein extrem krasser Abend. Wir sind gespannt, was jetzt bei rauskommt. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt alle mal Tschüss, wir fahren jetzt nach Hause, macht's gut. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode, Leute, bleibt neongrün, gebt euch böse und ich feiere auf euch, wie immer. Ciao, ciao. Ich fühl die Dunkelheit im Herzen und der Tod trägt die Krone. Seelen möchten reden und sie leuchten wie Zirkone. Sie nennen uns die letzte Hoffnung, neongrüne Herzen. Sie sehen unsere Seelen und das Neongrün in unseren Herzen. Raus aus der Dunkelheit mit Engeln ans Licht. Gib mir deine Hand, keine Angst. Ich schenke dir mein Augenlicht. Von der Dunkelheit ins Licht, aus dem Bann der Dämonen. Wir reden mit den Häusern und den Geistern, die drin wohnen. Edel und mit Herz, Ritter neongrüner Rüstung. So mutig und rein, unsere Fans bilden eine Festung. Vom Jenseits geliebt, von Hatern verachtet. Wir heben unsere Schwerter, weil das Jenseits drauf wartet. Spar dir deine Skepsis, diese Stimmen sind nicht eingespielt. Seh es sein, wir sind die Besten, das Team ist eingespielt. Du sagst, es kann doch jeder? Ha, ich sag von wegen. Denn eines musst du wissen, nein, sie reden nicht mit jedem. Wir sind die Helden, die sie hören können, wenn sie verzweifelt unsere Namen nennen. Wir können sie fühlen in der Dunkelheit. Brauchst du unsere Hilfe, nur ein Anruf und wir sind bereit. Wir strahlen neongrün, 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 krass. Wir strahlen neongrün, 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 was? Wir strahlen neongrün, 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 krass. Wir strahlen neongrün, 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 was? Wir sind die Helden, die sie hören können, wenn sie verzweifelt unsere Namen nennen. Wir können sie fühlen
in der Dunkelheit. Brauchst du unsere Hilfe? Nur ein Anruf und wir sind bereit.